Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. Ach Quatsch, Ebelsbach Mapperschaft. Ja, wir sehen hier einen neuen Irrgarten angelegt, aber der ist leider nur in eine Richtung. Und ja, keiner weiß, wer es war und keiner weiß, will es gewesen sein oder so, ne? Aber, mein Gott, Ludwig, du bist da, da stehst du doch drüber. Ah. Aber weißt du was? Nee. Ich habe jetzt 9 Schweine. Ach, du hast 9 Schweine seitdem, okay. 9 Schweine. Soll ich die mal zeigen? Ja. Komm mit. Okay. Ebbe, du weißt ja schon Bescheid. Ja. Sollen wir die Fahrzeuge mitholen oder was? Jo. Na, sag das. Soll ich mit? Ich fahr auch mal mit. Na, da ist ein Sound, hä? Ja. Fahr nicht so weit nach vor mir, sonst hab ich dich eingesaugt im Luftfilter. Unheimlich das Tier, mein lieber Scholli. So, was ist los? Wo hast du die Schweine? Ja, komm mal hier. So? Hast du die geklaut oder was? Echt? Was? Hast du die geklaut oder was? Aber weißt du wovon? Nee. Den Otto Bauernfeind, den habe ich spitz gehört. Guten Tag. Ach. Wie? Und der hat die für dich geholt oder was? Kennst du diesen Vieranhänger? Ich ja. Ich nicht. Ja. Nee, gut, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich habe nur gesagt, er soll mir ein paar Schweine bringen. Ja, dann verkauf die doch. Bring sie weg, schnell, fix, bevor die das mitkriegen. Ich will die erpressen damit. Was denkst du denn? Ach so. Ja, muss auch füttern, ne? Weiß Bescheid. Gell? Die sollen mir jetzt endlich sagen, dass sie es gewesen sind. Ja, wie gesagt, ich kann mich dann nicht einmischen. Das sind alles Kunden. Also, das geht ja gar nicht. Aber denk dran, dass du schön fütterst, so ein bisschen Wasser, ne? Die ja, ja. Wem ist der Anhänger denn jetzt? Maurer, ist er deiner? Ne. Ja, wem ist der denn? Meiner. Deiner? Meiner, ja. Hä? Wieso hast du einen Anhänger? Aber weißt du was? Hier, der Herr Bauernfeind hat ihn ausgeliehen bei mir. Ah, okay. Für wie viele Jahre? Für einen Tag. Also, okay. Und meinst du, das passt? Das ist mir egal. Ist mir egal, ja, du brauchst ihn ja nicht. Du weißt auch schon, dass da geklaute Schweine drin sind, ne? Das ist mir auch egal. Hab ja Mietvertrag mit dem. Achso, dann ist gut. Ich glaube, dem ist alles egal, dem Bauernfeind, ne? Achso, der ist mir eben auch in meinen Pickup reingerannt vorne. Da muss die Beifahrseite, vorne die Licht ist kaputt und Stoßstange sind Riss und so. Wenn du mal Zeit hast. Bei wem? Ja, bei mir. Mit meinem MV-Truck ist er in mein Auto gefahren. Okay. Also dem kannst du die Karre irgendwann mitholen. Der gelbe Pickup. Ja, hol ich mal weg. Genau. Ansonsten, Olaf? Ganz kurz? Ja. Ich hab mal ganz kurz mit, lass mich überlegen. Mit Stara telefoniert? Ja. Genau, mit Stara, ja. Genau. Genau. Ich war gerade bei dem anderen Kunden. Also gut. Ja. Die Stara ist Trailer, ne? Wolltest du ja haben. Ja, genau. Habe ich jetzt mal telefoniert. Sie würden, wir haben gerade ein Ausstellungsstück da. Okay. Sie würden es für 175.000 verkaufen. Okay, das wäre ja 40.000 weniger. Ja. Ja, direkt. Ja. Zuschlagen. Was kriegst du denn noch? Hol mal den Trecker. Häng den mal an. Gar nichts. Ich würde es dir aus Freundschaft mal durchreichen, den Preis. Ah ja, das wäre ja cool. Perfekt. Wann hast du die? Wann kriegst du die? Ja, also wenn ich jetzt anrufe, dann denke ich mal, dass sie mir die so relativ zügig liefern könnten. Gut, dann machen wir das. Das ist ja geil. Ja? Also, wie alt ist die? Das ist Vorführer, ja gut. Das ist ein Vorführer, ja, einfach nur. Stand bei denen auf dem Hof rum, ist halt ein bisschen eingestaubt, aber gut. Ja, das ist ja kein Problem.
Die hat ja bei mir nicht viel zu tun. Ich tue nur meine zwei Felder da. Geht nur, ja, dass das schnell geht, weißt du? Gut, dann rufe ich die Jungs an und sag Bescheid, dass. Ja. Das wäre geil. Perfekt. Ja? Genau. Gut. Also nochmal, weißt du, ob dein Ex-Chef hat der bei seiner Schwester vielleicht einen großen Flug? Oder also ein, weißt du, so ein Flächending da irgendwie? Nee, aber Big Baby EU damals hatten einen großen Flug. Ah, okay, dann muss ich mal. Ja, dann muss ich da mit dem telefonieren. Doch, ruf doch einfach mal. Nee, ich ist ja erst am Wachsen. Nur geht es halt darum, dass ich halt, wenn ich. Weißt du? Ja. Ruf doch einfach mal den Hubertus an. Vielleicht hat der noch irgendwie Connections. Genau. Dass er den vielleicht mal ausleihen kann, den Flug. Genau. Machen wir so. Ja? Jo, alles klar. Mach das doch am besten. Dann rufst du den mal an. Wenn nicht, ich kann dir gerne einen verkaufen. Du musst ja nur nicht, ne? Das glaube ich, aber ich muss. Da kenne ich ja gar nichts. Ich muss jetzt erstmal nochmal Geld machen. Das ist der. Ja, der Fanta hat schon ganz schön reingehauen. Ich habe die letzte Zeit nur ausgegeben. Ohne Scheiß, nur raus, raus, raus mit der Kohle. Alter, das geht gar nicht. Unglaublich. Dazu kann ich dir leider nichts sagen. Ich habe meine eigenen Steuerberater. Ja. Da, mit dem habe ich schon gar nicht gesprochen. Wenn der den Fan sieht, der flippt aus. Allerdings glaube ich das auch, ja. Ja, das könnte sein. Wenn meine Frau den sieht, erst recht. Ja. Deine Frau. Die muss ich erstmal nachts auf den Hof bringen, die ersten paar Wochen. Ihr musst nur sagen, dass sie einen Rock anziehen muss. Mhm. Wenn sie mitfahren will. Ja, da, wenn du hochsteigst, sieht man schon alles, ne? Ja, du musst dich auch ein bisschen stützen von hinten. Ja, genau. Du lieber. Ja? Ja. Das darfst du dabei nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Aber sonst ist es schon ganz schön das Monster, was du gekauft hast. Das ist schon der Monster. Ich muss mal gucken, ob das. Also, ich habe mal geguckt, also wenn du mal einen Reifenwechsel machen musst, ne? Ich habe mal geguckt. Ja. Da kostet ein Reifen 6.000 Euro, war? Echt? Ja. Ist jetzt ein Witz, oder? Wow. Guck dir mal die Größe an, ne? Du Scheiße. Ich glaube, den stellen wir nur zum Glügen ab. Naja, nützt nichts. Ich habe jetzt gekauft, nützt ja nichts. Vielleicht verkaufe ich ihn irgendwann hier wieder, mal gucken. Ja, ich meine mal, beim Traktor wechselt man ja irgendwie so auf die Reifen, ne? Na, eigentlich selten. Obwohl ich sehr selten, so, ne? Spazierfahrten mache wie jetzt, dann schon. Ja, natürlich hier zu dem Meier sein Hof hier rumtingelst, dann natürlich schon, ja. Ja, ja, du solltest ja eigentlich arbeiten, das Ding, ne? Ja. Naja. Ich habe gehört, der Meier, der hat sich so ein, wie nennt man das, Labyrinth gebaut im Feld? Ja, ja. Ist noch nicht ganz fertig. Muss man mit dem Schweinebau mal reden, ob die weitermachen da oder ob das jetzt selber übernimmt den Eigenregie oder so. Okay. Ne, nur dich. Wann? Dich? Ja. Kennst wann du denn dein Labyrinth aufnehmen da? Keine Ahnung wann, aber. Mach nicht Schweine. Schweine mal, aber so ein Maisfeld-Labyrinth ist. Hat nicht jeder. Ist ja. Ein Publikum, ja, ja. Genau, da kannst du denn. Also, ja. Ich meine, ich würde dich da auch unterstützen, ne? Ich würde da auch vorne an der Kasse sitzen und dann den Eintritt kassieren. Ehrlich? Das ist gar nicht so dumm. Naja, was sagst du denn immer? Nächste Fahrt rückwärts oder? Ey, das ist ein Labyrinth. Da gibt es keine nächste Fahrt rückwärts. Nee, mach doch wirklich so ein Labyrinth da rein. Hä? Und da laufen wir alle da rum. Wer zuerst wieder rausfindet, der hat gewonnen. Kennst du das nicht? Ja. Das ist wirklich? Gibt es wirklich? Ja, ich weiß. Das wäre doch die Idee, oder? Das ist aber der irische Irrgarten. Kennst du den? Nee. Nein, das ist einfach bloß ein Maisfeldlabyrinth. Egal. Was ist denn der irische Irrgarten? Ich ruf mal die Dings an, ob die da weitermachen noch. Welchen Dings? Mal hier, die Schweine vom Schweinehof, ob die das Ding fertig bauen oder ob das jetzt so bleibt. Weil das Labyrinth ist ja gar nichts. Einen vom Schweinehof? Dann ruf mal den vom Schweinehof an. Ich probier mal, ob sich irgendjemand erreicht da. Such mal den Taler an, der ist besser. Genau, ich ruf mal irgendjemand an von Schweinhof. Irgendjemand wird schon. Aber ich ruf mal an, ja? Rufst du ich an? Ruf mal an, okay? Rufst du an? Okay. Taler? Ja, Mauer hier. Klaus, grüß dich. Ich geb dich mal kurz dem Olaf, ja? Jupp. Ich hätte auch anrufen können. Hallo? Servus. Blume hier, ja. Das ist nicht wahr, ne? Sag mal, Klaus, wie sieht das denn aus mit dem Irrgarten? Da macht ihr den fertig oder bleibt das jetzt so? Das ist jetzt schon zu einfach. Sollen wir Scheiße machen hier? Sollen wir ein richtiges Labyrinth draus machen? Ja klar, das wird doch so ein Publikumsmagnet, weißt du? Hier, Maurer macht die Kasse, hat er eben schon gesagt. Das wird doch geil. Ja, aber warum sollen wir was anfangen, was wir da gar nicht angefangen haben? Ey, dann macht ihr das zu Ende machen. Ihr sollt einfach nur zu Ende machen. Olaf. Einfach nur zu Ende machen. Also fertig machen, dass wir ein Labyrinth haben. Nee, ohne Scheiß. Jetzt nichts zu anfangen, fertig machen. Ihr sollt ihn einfach fertig machen. Okay.
Einfach rum, weißt du, so schön. Das darf auch keiner wissen. Also, Olaf, du musst der Einzige sein, der die Wege kennt, ne? Ist gerade Pause? Und dann musst du gucken, Olaf, dass du halt eben die Wege machst schön, ne? Und jetzt aber keiner wissen, wo die Wege hingehen. Und dann, wenn du fertig bist, dann müssen wir vom Ort da durchlaufen. Genau. Und wie gesagt, wie sagst du Bescheid? Olaf, frag mal, ob der Schweine braucht. Okay. Ja, aber okay. Hast du noch bei dir den kleinen Pflug bei dir unten stehen? Weil mit unseren großen brauchen wir da nicht hinfahren, weil da kannst du Autobahn durchziehen. Habe ich einen kleinen Pflug gehabt? Habe ich einen kleinen Flug? Ich könnte, also einen kleinen 3-Meter-Flug könnte ich zur Verfügung stellen. Genau, Flug. Den Mauer steht zur Verfügung. Ja, passt, und den hole ich mir, weil mit unserem. Dann hauen wir da ein schönes Labyrinth rein. Der Mai hat mich gerade gefragt, ob du noch Schweine brauchst. Was, Schweine? Ob du noch Schweine brauchst, hat er mich gefragt. Nö, ich kann nicht. Ich wollte dich zuerst gerade anrufen, du musst dir holen, ich bin voll. Ah, okay. Ja, da komme ich vorbei. Alles klar, kein Problem. Ja, passt. Okay, machen wir. Danke, tschüss. Ja, die machen ab. Olaf hat ja gerade gesagt, er ist um 11.40 Uhr, ist er schon voll? Nee, sein Schweinestall ist voll. Ach so, sein Schweinestall ist voll. Ich soll Schweine wegholen. So. Alte Arbeit ruft. Aber die machen jetzt das Labyrinth da fertig, oder? Ich hoffe, der kommt bei dir die Dinge holen. Hier kommt Flug. Okay. Ja. Bin ich dabei. Okay. Wie gesagt, nehmen wir einen 5er Eintritt und dann passt das. Genau. Ihr macht Sachen. Verdammt nochmal. Aber der darf er dem keiner sehen, wie er das macht, ne? Und dann müsste der als erstes wieder rauskommt, hat gewonnen. Genau. Aber ich muss ein paar. Ja, ich hoffe, der weiß, wie das macht, ne? Können wir so eine kleine Dorfchallenge draus machen? Genau, so ähnlich. Wer als erstes wieder draußen ist? Der Bauernfeind hat die geholt. Wir müssen mal gucken, unbedingt, dass wir das dem Bürgermeister noch verklickern, ne? Bürgermeister? Ludwig, du machst mit deinem Feld dann mehr Geld als wie mit deinem Mais. Doch. Ohne jetzt Scheiß. Hat der Bauernfeind mir extra. Olaf, der Bauernfeind hat mir jetzt die Schweine geholt und ja, jetzt wollen sie nicht haben. Nee, der will keine. Ich soll welche wegholen, der Stall ist voll. Also das hat jetzt nicht viel gebracht, die Erpressung da, das war nix. Vielleicht hätte sie seine Frau sollen holen oder sein, was weiß ich. Hm. Dein Fan. Funk? Was war das denn? Funk, hallo? Gib mir den Funk, hallo? Ja, sag mal, ist er Blume irgendwie in der Nähe? Ja, ich bin noch dran. Hirsch. Ah, cool. Sag mal, hast du noch Mais bei dir? Wir brauchen Mais. Im Lager? Körner, ja. Warte mal, ich muss mal in mein iPad schauen. Moment. Ja, mach das mal bitte. Ja, hab ich noch da, ja. Super. Doch. Aber nicht mehr viel, 600 Liter nur noch. Ach so, nee, das lohnt sich gar nicht. Nee, dann müssen wir euch ein bisschen in die Tür bringen. Wir würden gerne ein bisschen mehr nehmen. Ja, Ludwig, willst du ernten? Nein. Nee, Ludwig will auch nicht ernten. Er hätte noch Mais da stehen, aber da soll jetzt in der Labyrinth rein. Ach so, ja. Okay. Naja, bei dem bisschen Mais, was da steht auf dem kleinen Acker. Ich habe ja gesagt, wenn das mit dem Labyrinth funktioniert und da jeder Eintritt bezahlt, dann verdient er mit dem Labyrinth mehr wie mit dem Mais. Ja, oder er gruppt das Unkraut raus und sammelt da die Blümchen und verkauft die Blumen an der Straße. Oder so. So eine Idee. Wir können ja auch theoretisch, der Mais ist ja ausgewachsen, oder? Ja. Das heißt, wir könnten ja eigentlich auch so am Ende, wenn man es geschafft hat, so ein paar Maiskolben grillen. Ja, genau. Popcorn rausmachen, ne? Als Belohnung. Ja, genau. Machen wir mal Maiskolben. Popcorn und für die Erwachsenen genau. So schön Maiskolben mit Butter drüber. Genau. Machen wir so Maiskolben fest. Genau, so machen wir das. Och, du arme Sau. Mach dir das Funkgerät aus. Aber hier, jetzt müssen wir hier weiter schaffen. Wir können jetzt hier den ganzen Tag hier rumstehen. Ja, ich bin mal raus aus dem Funk. Ja, mach's gut, noch, ne? Schlecht heute. Ich hau auch jetzt ab. Bis denn. Tschüss. Gut, meine Herren, dann hau ich auch ab, ja? Genau, ich hau meine Karre nach Hause und dann. Ja, du meldest dich mit der Sämaschine, ne? Ludwig, hau rein, mach's gut. Ja, tschüss. So, mal gucken. Da ist aber wirklich gewaltig, Alter. Wo verstecke ich das Ding denn jetzt? Nein, der braucht schon ewig in der Hand, wenn wir das im 20 Liter Sprit weg. Was machen wir jetzt? Alter Schwede, das ist ja Wahnsinn. Mein lieber Scholli, da haben wir aber ein Ding gekauft. Tja, muss ich hier dreimal drehen? Das gibt's ja gar nicht. Dann nach Hause.
durch vorangeht, dann wird das wieder auch nicht hier. Das Ding macht bei mir eine Acker. Diese Bocksteine hier bringen mich noch um. Eine dezente Handtafel, Werbetafel da. So. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre schick. Wenn ihr wieder labern wollt, kommt bei unserem Teamspeak vorbei und Facebook sind wir auch. Bis dahin, haut rein. Tschüss.